Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Loxone Explained für alle Technikinteressierten, Loxone-Partner und alle die, die es noch werden möchten. Heute stelle ich wieder einen einfachen, aber sehr effektiven Konfigurationstipp vor. Jeder von uns kennt das, egal ob Büro, Schulgebäude, Hotel oder privaten Eigenheim. Man platzt versehentlich in einem Raum. Jetzt habe ich es falsch gesagt, oder? Man platzt versehentlich in einen Raum, weil man davon ausgeht, es befindet sich niemand darin. Abhilfe schafft hier eine leicht umzusetzende Konfiguration, die es ermöglicht, mit Hilfe einer Beleuchtung anzuzeigen, ob der Raum gerade frei oder besetzt ist. Die exakte Erfassung der Präsenz zählt zu den wichtigsten Aufgaben in einem mit Loxone automatisierten Gebäude. Die Präsenz ist maßgeblich für viele Funktionen verantwortlich. Sei es das Aktivieren der Beleuchtung, der Musik, der Alarmanlage oder das Reduzieren bzw. Erhöhen der Raumlüftung. Kann man die Präsenz exakt erfassen, dann lässt sich diese ganz einfach optisch anzeigen. Hierzu kann man beispielsweise einen LED-Spot oder einen LED-Stripe verwenden. Aber jetzt mal langsam. Wie kann die Präsenz überhaupt erfasst werden? Die naheliegendste Variante ist selbstverständlich ein Präsenzmelder. Dieser erkennt die Bewegung mit seinem optischen Sensor. Bewegt sich die Person allerdings nicht mehr aktiv, weil sie zum Beispiel auf der Couch liegt oder still am Schreibtisch sitzt, wird die Präsenz mit Hilfe eines akustischen Sensors erfasst und dementsprechend verlängert. Es können aber noch mehr Ereignisse Rückschlüsse auf die Präsenz geben. Beispielsweise kann ein Tastendruck, das Öffnen eines Fensters oder das Aktivieren eines TV-Geräts auf die Anwesenheit hinweisen. All diese Ereignisse werden in dem Funktionsbaustein Präsenz zusammengefasst. Eine richtige Hammerfunktion ist bei vielen Usern noch gar nicht so bekannt. Und zwar kann auch ein aktiver Computer die Präsenz aktivieren. Besonders nützlich ist dieses Feature für Büro- und Geschäftsräume. Einfach die Präsenzerkennung in den Loxone-App-Einstellungen aktivieren und den Raum auswählen, in dem man sich befindet. Solange der Computer nun aktiv ist, wird die Präsenz aufrechterhalten. Doch jetzt genug von der Theorie, springen wir in die Loxone-Config. Als erstes füge ich mir einen Präsenzbaustein ein. Durch einen Doppelklick auf den Baustein kann ich nun die Geräte auswählen, die für eine Präsenzerkennung verantwortlich sind. Übrigens, auch eigene, individuelle Logiken können auf die Präsenz Einfluss nehmen. Der Eingang iAct am Baustein aktiviert die Präsenz und iAct verlängert die Präsenz. Einige werden sich jetzt fragen, wie kann die Präsenz mit Hilfe eines farbigen LED-Streifens oder Spots angezeigt werden? Das Zauberwort heißt Einmischen. Die Lichtsteuerung verfügt über die Möglichkeit, zwei Lichtstimmungen zu kombinieren. Hierzu erstelle ich eine neue Stimmung, die ich Präsenz nenne. Diese Stimmung beinhaltet genau einen Lichtkreis, zum Beispiel einen LED-Streifen, wo ich die Farbe Rot definiere. Wichtig ist nun, die Checkbox Mix zu aktivieren. Dann wird die Stimmung mit der bestehenden Lichtstimmung kombiniert. Die Checkbox Plus kann deaktiviert werden. Ich möchte diese Stimmung nicht über einen Tastendruck einschalten. Nun belege ich den Eingang der neuen Stimmung, in meinem Fall T58, mit dem Impuls Präsenz gestartet und den Impuls Präsenz beendet. Jetzt wird bei jeder aktiven Präsenz die neue Lichtstimmung zur bestehenden eingemischt. Für jeden ist nun auch von außen ersichtlich, dass sich jemand im Raum befindet. Dies war ein einfaches Beispiel, das zur Umsetzung neuer Funktionen inspirieren soll. Und jetzt sind Sie an der Reihe. Was haben Sie schon alles für ausgefuchste Logiken in Verbindung mit dem Präsenzbaustein umgesetzt? Ich freue mich über spannende Kommentare. Wenn Sie im Bereich Elektro, IT, Gebäudeplanung oder dergleichen tätig sind, ist eine Businesspartnerschaft mit Loxone genau das Richtige für Ihre Zukunft. Klicken Sie jetzt auf den Link in der Videobeschreibung. Dort beantworten wir Ihre Fragen und unterstützen Sie bei all Ihren Projekten. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Halt, stopp! Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freuen wir uns wie immer über einen Daumen nach oben und damit Sie in Zukunft kein Loxone Explained Video mehr verpassen, abonnieren Sie doch unseren Kanal. Bis bald!